Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium begrüßen wir Sie und euch alle sehr herzlich zu dieser Christvesper aus der Martin-Luther-Kirche in Gütersloh. Weihnachten 2020. Da ist so vieles anders, als wir es gewohnt sind. Keine festlichen Gottesdienste in den Gemeinden, kein gemütliches Beisammensein der Generationen in den Familien. Stattdessen Sorgen angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie. So vieles ist anders in diesem Jahr. Und mitten hinein in diese Unruhe wird uns die Weihnachtsbotschaft zugesagt. Fürchte dich nicht, Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Musikalisch begleiten uns in diesem Gottesdienst die Sängerinnen und Sänger des Bachchores Gütersloh unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Sigmund Botmann. Eine Kollektenempfehlung haben wir auch für Sie. Wenn Sie mögen, überweisen Sie Ihre Kollekte an Brot für die Welt. Die Bekämpfung des Hungers in der Welt ist wahrscheinlich die vornehmste Aufgabe, die wir Christenmenschen haben. Die Kontonummer wird am Ende dieses Gottesdienstes eingeblendet. Wir feiern diese Christvesper im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat, der da Treue hält ewiglich und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Länder der Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag. Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit,
allen Nationen von seinen Wundertaten. Ja, groß ist der Herr und hoch zu loben. Man muss ihn über alle Götter fürchten, denn alle Götter der Völker bewirken nichts. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Schönheit und Pracht gehen von ihm aus. Macht und Glanz erfüllen sein Heiligtum. Sagt den Völkern, der Herr herrscht als König. Die Erde ist fest gegründet, dass sie nicht wankt. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, wir sind hier, um Weihnachten zu feiern. Mit all unseren Sorgen und Fragen, mit allen Dunkelheiten um uns und in uns. Wir sind hier, um Weihnachten zu feiern, mit allen Hoffnungen auf ein Weihnachtsfest voller Licht und Frieden. Hier sind wir, Gott. Sei du auch bei uns, mit all deiner Liebe, mit all deinem Licht und mit aller Kraft deines Geistes. Erleuchte uns und berühre uns mit der Geschichte, die uns an dein zur Welt kommen erinnert. Amen. Wir hören auf die vertrauten Worte, die im Lukas-Evangelium niedergeschrieben sind. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr ist anders. Was Ende letzten Jahres noch über eine unbekannte Viruserkrankung im chinesischen Wuhan berichtet wurde, interessierte uns eigentlich nicht wirklich, war kaum mehr als eine marginale Information im Getümmel der Nachrichtenflut unseres alltäglichen Lebens. 3 Monate später hatte sich das bereits sehr grundlegend verändert. Das Coronavirus hat bis auf den heutigen Tag unser aller Leben gründlich durcheinandergeschüttelt. Mehr noch, diese Pandemie wird unser aller Leben grundlegend verändern, auch dann noch, wenn die Politikerinnen und Mediziner dieser Welt sie endlich für beendet erklären. Wir haben schmerzlich vor Augen geführt bekommen, dass unser Leben nur in scheinbaren Sicherheiten verläuft, dass wir gar nicht so allmächtig sind, wie wir immer glauben zu sein. Worte wie Inzidenz und Virenlast kommen uns jetzt flüssig über die Lippen. Berufszweige wie die der Epidemiologen und Virologen, die wir bisher gar nicht kannten, die sind uns jetzt wichtige Ratgeber. Allein in Deutschland sterben in diesen Zeiten täglich rund 500 Menschen täglich an und mit Corona. Und auf dem Globus in Nord und Süd, in Ost und West sterben so viele, dass sie gar nicht mehr zu zählen sind. Unwillkürlich stellen wir die Frage nach dem Warum. Und wir Christenmenschen erweitern diese Frage: Warum lässt Gott dieses Leid so zu? Wir können diese Frage nicht beantworten. Wir können ihr nur eine Hoffnung entgegenstellen. Und wann wird uns die Hoffnung, dass die Dunkelheit nicht ewig andauern wird, dass das Leid nicht endlos sein wird, präsenter als an Heiligabend, an Weihnachten? Weihnachten bringt uns Jahr um Jahr mit unserer Sehnsucht nach heilem, gelingendem Leben in Berührung. Weihnachten bringt uns mit unserer Sehnsucht nach einem gerechten Leben in Berührung. Einem Leben, in dem auch die Schwächeren und Langsameren eine Chance haben. Einem Leben, in dem die Menschen verstehen, wie sie sich gegenseitig zu begegnen haben, ohne ständig auf die Unterschiede zu pochen. Und in diesem Jahr verbinden wir Weihnachten ganz besonders mit dem Wunsch nach einem Hoffnungsschimmer in einer dunkel gewordenen Welt. Weihnachten ist all die Jahre wieder die mächtige Glückshoffnung, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Weihnachten erinnert uns Jahr an Jahr an unsere Sehnsucht, das Leben einmal klar zu sehen und dass alles Zwielichte und Zweideutige daraus verschwinden möge. Dieser Sehnsucht nach Klarheit ist es so eigen, dass sie weiß, alleine werden wir Menschen das nicht schaffen. Das erfahren wir tagtäglich in unseren persönlichen, aber auch in den globalen Bezügen. Die Sehnsucht nach einer Überwindung des allzu menschlichen Menschlichen, der allzu klaren Unklarheiten, der allzu unbeantworteten Fragen. Sie weiß, dass wir von der Hoffnung auf Größeres leben. Die Sehnsucht lebt von der Hoffnung auf eine Begegnung mit Gott, die unser Leben verwandelt. Die Sehnsucht wartet auf das Wunder neuen Lebens. In der Geburt des Kindes dort im Stall von Bethlehem ist unsere Sehnsucht Mensch geworden. Unser Gott ist sich nicht zu schade, all unsere menschlichen Freuden und Leiden, all unser Hoffen und Bangen, all unsere Krankheit und ja, auch unser Sterben auf sich zu nehmen und wird deshalb Mensch. Das ist das Wunder von Weihnachten, das wir alljährlich gar nicht genug feiern können. In seinem Sohn Jesus Christus kommt Gott uns nahe, wird uns nahbar. Durch das Leben seines Sohnes zeigt Gott uns, wie wir unsere Sehnsucht nach einer Verwandlung der Welt leben können. Jesus Christus, Gottes Sohn, er steht mit seinem Leben für diese so sehr ersehnte Verwandlung der Welt ein.
Die Armen und Habenichtse macht er zu seinen Brüdern und Schwestern, seinen Feinden und Widersachern, die ihn ans Kreuz bringen, vergibt er noch im Sterben. Den Schuldigen legt er Vergebung ins Herz, den Traurigen den Arm um die Schultern. Er teilt nicht ein in Gut und Böse, in Könner und Verlierer. Seine Liebe ist die Kraft, die Menschen verwandelt. Er lässt Kranke neues Leben in sich spüren. Er holt Ausgegrenzte mitten hinein in diese Gesellschaft. Er hilft, dass Arme sich nicht länger schämen für ihre Armut. Er lässt Reiche nach dem wahren Sinn des Lebens fragen. Er schenkt Frauen Anerkennung für ihr Wissen und ihre Liebe. Er verheißt den Kindern, dass sie dem Himmelreich am nächsten kommen. In Jesus sehen wir Gottes Liebe, die die Welt und unsere Sehnsucht versöhnt. Im Stall von Bethlehem hat diese Veränderung begonnen. Leise, unaufgeregt, aber unwiderruflich. Zart und leicht zu übersehen, aber voller Lebenskraft. Ein neues Leben mitten in der alten und ach so sehnsuchtsverhüllten Welt. Seit Gott selbst menschliche Gestalt angenommen hat, kann uns die Frage nicht gleichgültig lassen, ob jemand im Dunkel lebt oder nicht, ob jemand arm ist oder nicht, ob jemand in Frieden leben kann oder nicht, ob jemand unterdrückt wird oder nicht. Seit Gott selbst im Dunkel gelebt hat, arm war, unterdrückt, unter Gewaltherrschaft gestorben ist, ist unser Verhältnis zu den Schicksalen von Menschen nicht nur eine Frage der Moral oder der politischen Vernunft. Es ist vielmehr eine Frage des Glaubens. Das Leben mit allem Glück, auch mit all seinen Wunden, das Leben in seinem Gelingen, aber auch mit seinem Scheitern, das Leben mit seinem Licht, aber auch mit seinem Schatten. Dieses Leben bekommt eine unendliche Kostbarkeit und Bedeutung. Denn Gott selbst nimmt Anteil an diesem Leben mit all seinen widersprüchlichen Seiten. Gott kommt mitten hinein in dieses Leben zwischen Träumen und der harten Wirklichkeit. Der Glaube an diesen Gott ist das Gegengift gegen alle Resignation und allen Zynismus angesichts so vieler zerplatzter Träume. Weihnachten singt uns eine Melodie ins Ohr und ins Herz. Eure Sehnsucht, sie wird sich erfüllen. Gebt sie nicht auf. Was mit Jesu Geburt mitten in der Nacht begonnen hat, strahlt weiter und weiter bis an die Enden der Erde. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Thank you.
Lass uns nun beten zu Gott, der uns in unserer Sehnsucht nach einem gelingenden Leben nicht allein lässt. Ehre sei dir, Gott, in der Höhe. Du thronst nicht fern im Himmel, sondern bist uns nahe gekommen, bist ein sterblicher Mensch geworden. Du kommst mit deiner göttlichen Kraft in unseren Alltag und nimmst Wohnung unter uns und lässt die Hoffnung wachsen. Um Kraft und Hoffnung bitten wir an diesem heiligen Abend für alle, die den Schrecken von Krieg und Terror ausgeliefert sind, für alle, die unter Hunger, Folter und Verfolgung leiden, für alle Vertriebenen und alle Menschen auf der Flucht. Um Kraft und Hoffnung bitten wir, für alle, die in Ängsten sind, für die Kranken und für das medizinische Personal auf den Intensivstationen, für die Trauernden und die aus der Bahn Geworfenen, für die Mutlosen und Überforderten. Um Kraft und Hoffnung bitten wir, für unsere Familien und Freundeskreise in diesen Tagen, in denen Abstand das Gebot der Stunde ist, für die, die diesen Abend allein verbringen, für die Traurigen und Enttäuschten. Hilf uns, dass wir niemanden übersehen, und sei du in unserer Mitte spürbar. Gemeinsam sprechen wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin in diese Weihnacht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.